Insektenautor Diesel Zank kennt sie. Die Filmbilder wurden in Queensland gedreht. Insekten, Insecta, auch Kerbtiere oder Kerfe genannt, sind die artenreichste Klasse der Gliederfüßer, Arthropoda, und zugleich die mit absoluter Mehrheit auch artenreichste Klasse der Tiere überhaupt. Mindestens 80% der bekannten Tierarten oder weit über 1 Million Arten gehören dazu. Nach verschiedenen Hochrechnungen rechnet man allerdings mit einem Vielfachen, wobei vor allem in den tropischen Regenwäldern noch Millionen unentdeckter Arten vermutet werden. Fossil lassen sich Insekten zum ersten Mal im Devon oder vor rund 400 Millionen Jahren nachweisen. Der Name Insekt wurde im 18. Jahrhundert aus dem lateinischen Insectum eingedeutscht. Dies gehört zu Insekar gleich einschneiden und bedeutet demnach eigentlich ein geschnittenes Tier, was sich auf die stark voneinander abgesetzten Körperteile bezieht. Es ist eine Lehnübersetzung vom griechischen Entomon gleich Insekt, zu Entemnen gleich einschneiden, was sich heute in Begriffen wie der Entomologie, Insektenkunde, spiegelt. Der Begriff Kerbtier geht auf den deutschen Schriftsteller Philipp von Zesen zurück. Früher wurde auch der wissenschaftliche Name Hexapoda, griechisch für Sechsfüßer, verwendet, der heute für eine übergeordnete Gruppe reserviert ist, siehe dazu die Anmerkung im Systematikabschnitt weiter unten. Die Größe der Insekten variiert sehr stark und liegt bei den meisten Arten zwischen 1 und 20 mm. Die kleinsten bekannten Arten sind dabei Vertreter der zu den Käfern gehörenden Federflügler sowie Erzwespen mit Körperlängen um 0,2 mm. Die größten bekannten Insekten sind Stabheuschrecken mit etwa 33 cm Körperlänge sowie der Bockkäfer Titanus giganteus mit einer Körperlänge von 16 cm und einer Breite von etwa 6 cm. Entsprechend ihrer Lebensweise kann der Körper der Insekten langgestreckt, abgeflacht oder mehr oder weniger kugelig sein. Allen Insekten gemeinsam ist die meist deutlich sichtbare Gliederung des Leibes in Kopf, Kaput, Brust, Thorax und Hinterleib, Abdomen, der feste Chitinpanzer, das Vorhandensein von genau 3 Beinpaaren. Alle Körperteile bestehen aus einzelnen Segmenten, die eine Rückenplatte, Tergit, eine Bauchplatte, Sternit, sowie Seitenplatten, Pleurite, aufweisen. Seitlich der einzelnen Segmente sind im Grundbauplan Öffnungen des Trachensystems, sogenannte Stigmen, angelegt, deren tatsächliche Anzahl jedoch bei den einzelnen Taxa der Insekten stark schwanken kann. Auch Extremitäten und deren Derivate, Mundwerkzeuge, Styli, Gonopoden, können an jedem einzelnen Segment in jeweils einem Paar vorkommen. Jedes Segment besitzt außerdem ein Ganglienpaar im Bauchmark, wobei die Ganglien des Kopfes zu einem Oberschlund und einem Unterschlundganglien verschmolzen sind. Zwischen den einzelnen Segmenten befinden sich dehnbare Häuten, die Intersegmentalhäute, die eine Beweglichkeit der Segmente gegeneinander sowie eine Volumenveränderung des Körpers bei der Eiproduktion, Nahrungsaufnahme oder Atmung ermöglichen. Bei starr verschmolzenen Segmenten, etwa im Kopf, sind diese Häuten nicht vorhanden. Der Chitinpanzer, der neben Chitin auch mehrere Proteine enthält, bildet die äußere Schicht des Insektenkörpers. Er wird von einer darunter liegenden Epidermis gebildet, und in ihn eingebettet befinden sich die Sinnesorgane sowie verschiedene Drüsen des Insekts. Mit mehr oder weniger starker Beteiligung der Epidermis bildet der Chitinpanzer verschiedene Oberflächenstrukturen aus, zu denen Warzen, Dornen, Haare, Borsten, Schuppen und Höcker gehören. Durch die Einlagerung von Farbstoffen, Pigmentfarben, oder aufgrund spezieller lichtbrechender Oberflächen, Interferenzfarben, können die Außenschicht des Insekts oder einzelne Körperteile gefärbt sein. Als Sinnesorgane dienen vor allem Haarsensilien, die über den Körper verteilt sind. Diese reagieren auf Erschütterungen und Schwingungen, können jedoch auch Gerüche, Feuchtigkeit oder Temperaturen wahrnehmen. Einige dieser Sinneszellen sind zu Sinnesorganen gruppiert, so etwa das Jones-Tonsche Organ am Pedicellus der Antenne oder die Tympanalorgane zur Geräuschwahrnehmung, die man beispielsweise bei den Langfühlerschrecken findet. Dadurch ist die Wahrnehmung von Schwingungen im Bereich von 1 Hertz bis 100.000 Hertz möglich. Als optische Sinnesorgane dienen die Fakettenaugen sowie die Okellen, bei vielen Larven auch die navalen Punktaugen.
Der Insektenkopf besteht aus einem Archon und 6 miteinander verschmolzenen Segmenten und trägt die Augen und die Gliederantenne sowie einen typischen Apparat von Mundwerkzeugen aus paarigen Mandibeln und Maxillen sowie einem unpaaren Labium. Entsprechend befindet sich am Kopf auch die Mundöffnung, durch die Nahrung aufgenommen wird. Die von außen sichtbaren Nähte des Insektenkopfes haben mit den Segmentgrenzen bis auf eine Ausnahme, der Grenze zwischen dem 5. und 6. Segment, Postoccipitalnaht, nichts zu tun. Die verkehrten Augen sitzen auf dem Akron, daneben besitzen Insekten im Grundbauplan 3-Punkt-Augen, Pupillen, zur Hell-Dunkel-Wahrnehmung. Dahinter folgt als erstes Segment das Präantennalsegment, welches keine Anhänge trägt. Das zweite Segment ist das Antennalsegment mit der für die Insekten typischen Geißelantenne. Diese unterscheidet sich von der Gliederantenne, die man bei den ursprünglichen Hexapoden findet, dadurch, dass sie nur ein Basal- oder auch Schaftglied mit Muskulatur besitzt, den Scapus. Das darauf folgende Wendeglied, der Pedicellus, ist gemeinsam mit der Geißel gegenüber dem Scapus beweglich. Im Pedicellus befindet sich das Johnstonsche Organ, ein Sinnesorgan, welches auf Erschütterungen und Schall reagieren kann. Die Geißel selbst ist unterschiedlich lang ausgebildet und kann auch sehr unterschiedlich geformt sein. Sie besitzt Sinneszellen, die vor allem der Geruchswahrnehmung dienen. Erntermis im Rasterelektronenmikroskop als drittes Segment folgt das Interkalarsegment, welches wiederum keine eigenen Strukturen trägt. Am 4. bis 6. Segment befinden sich die Mundwerkzeuge, beginnend mit den Mandibeln und den Maxillen, die jeweils paarig vorliegen, und abschließend mit dem Labium, das durch eine Verwachsung des Basalglieds unpaar ist und den Mundraum nach hinten abschließt. Den vorderen Abschluss bildet der Clypeus mit dem Labrum. Die Mandibel besteht nur aus einem Glied. Sie stellt als Beiß- und Kauwerkzeug bei den meisten Insekten das kräftigste Mundwerkzeug dar. Die Maxille lässt den Extremitätencharakter der Mundwerkzeuge sehr deutlich erkennen und erinnert an das Spaltbein der Krebstiere. Sie besteht aus einem Basalglied, dem Coxlopoditen, der durch einen Cardo und einen Stibus geteilt ist. Darauf folgen zwei Kauladen, die als Galea und Lacinia bezeichnet werden, sowie ein mehrgliedriger Taster, der Palpus maxillaris. Das Labium entspricht diesem Aufbau, mit der Ausnahme, dass hier die beiden Coxlopoditen verschmolzen sind und eine gemeinsame Basalplatte bilden, die in Mentum und Submentum unterteilt ist. Auch hier gibt es auf jeder Seite zwei Kauladen, die Glossae und die Paraglossae, sowie einen Palpus, den Palpus labialis. Vor allem die Palpen besitzen Sinneszellen zur Geruchs- und Geschmackswahrnehmung. Als weitere Strukturen des Mundraumes gibt es den Hypopharynx als zungenförmige Bildung des Mundvorraums und den Epipharynx an der Innenseite des Labrums. Der hier beschriebene Bauplan entspricht dem Grundmuster der Insekten und wird als kauend-beißender Typ bezeichnet. Durch Abwandlungen der einzelnen Strukturen in Anpassung an unterschiedliche Ernährungsweisen können sich aus diesem Typus verschiedene andere Mundwerkzeugstypen entwickeln, darunter die leckentsaugenden Mundwerkzeuge vieler Fliegen oder die stechentsaugenden Mundwerkzeuge der Mücken oder der Wanzen. Der Thorax besteht aus 3 Segmenten und trägt bei allen Insekten die 6 Laufbeine sowie bei den geflügelten Insekten zudem die beiden Flügelpaare. Die Einzelsegmente werden aufgrund ihrer Lage zueinander als Prothorax, Mesothorax und Metathorax bezeichnet. Jedes dieser Segmente trägt ein Paar der Thorakalbeine, die gemeinhin als Laufbeine ausgeprägt sind. Diese Beine können, abhängig von ihrer Funktion, sehr unterschiedlich gestaltet sein, besitzen jedoch immer den gleichen Grundaufbau. Sie bestehen aus einer Hüfte, Coxa, einem darauf folgenden Schenkelring, Trochanter, dem Oberschenkel, Femur, der Schiene, Tibia, sowie einem gegliederten Fuß, Tarsus, der aus einem bis 5 Tarsalgliedern sowie einem Prätarsus besteht. Der Prätarsus trägt im Normalfall 2 Krallen sowie bei vielen Insekten mehrere weitere Strukturen, die vor allem dem Festhalten an verschiedenen Oberflächen dienen.